Willkommen bei Dümo TV. Heute schauen wir uns den Bürstner Delfin in der Variante 660 an. Er steht nicht immer ganz so hoch, aber da wir uns ja im münsterländischen Hochgebirge befinden, steht er dann mal vorne auf Klötzen, damit wir dann nachher im Auto uns gerade bewegen können. Ja, dann machen wir mal erstmal einen Außenblick. Das Fahrzeug, Delfin Design, abgesetzt, gibt es in zwei Farbrichtungen, einmal diese, und wir können ganz zum Schluss noch mal einen Blick auf das Äußere der Variante 2 in hellblau machen, aber das machen wir dann als letztes. Und jetzt wollen wir ein bisschen in die Details dieses Fahrzeuges einsteigen. Mir nach. So, wie der geneigte Fachmann schon an der Klappe erkennt, hier ist es so, dass wir hier zwar einen großen Stauraum, aber nicht im klassischen Sinne eine Garage haben, sondern ein Fahrzeug mit französischem Bett und Seitenbad. Wie gesagt, na, wer sich auskennt, sieht das von Weitem auf den allerersten Blick. Der Stauraum ist groß und der Innenraum ist noch größer, und das machen wir als nächstes. Der Wagen hat die breite Aufbautüre mit breitem Eingang, mit Fenster in der Türe und einer Zentralverriegelung einschließlich praktisch des Fahrerhauses. Ein Klick und der Wagen ist offen. So, gehen wir hinein. Als erstes zeige ich mal das Raumgefühl. Dazu drehen wir mal eben die Sitze in die richtige, schöne und angenehme Wohnposition. Und dann haben wir hier einen großzügigen Wohnraum zur Verfügung. Wir haben jetzt hier ein 9-Gang-Wandlerautomatikfahrzeug. Man könnte sagen, diese haben wir drei Stück, ein Einzelopfer von Corona. Das waren Fahrzeuge für den skandinavischen Markt, die dann leider stehen bleiben mussten. Aber abgesehen davon, wie gesagt, ein Fahrzeug, was in seiner Großzügigkeit insgesamt besticht. Wir werden jetzt gleich als nächstes dann mal nochmal die Perspektive wechseln und wirklich diesen offenen Blick, den ich gerade genieße, dass ihr den dann entsprechend auch sehen könnt. Und jetzt haben wir ja die Blickperspektive gewechselt und ihr dürft mal das Raumgefühl dieses Fahrzeuges genießen, so wie ich gerade da vorne gesessen habe. Und wie ihr seht, keine Wände, die die Blickperspektive einschränken. Ein großzügiges Fahrzeug mit einer großen Freifläche. Zu den Details kommen wir dann als nächstes. Ja, wir haben eine schöne große Winkelküche, die Prinzip genug Arbeitsfläche bietet, die natürlich den Dreiflammenkocher mit Piezo hat. Ja, wir haben elegante Wandverkleidung. Wir haben einen großen, hohen Kühlschrank mit Gefrierfach entsprechend. Wir haben einen großen Kleiderschrank. Und ach so, wir haben noch einen Schrank. Und wir haben noch einen Schrank. Und wir haben hier bei diesem Modell einen beheizten, isolierten Abwassertank. Wir haben dann auch noch eine elektrische Fußbodenheizung. Also dieses Fahrzeug hat ein komplettes Winterpaket, was seinem ursprünglichen Ziel Norwegen natürlich entsprochen hätte. Ja, und jetzt kommen wir zu einer besonderen Pointe hier. Das Bad. Das Bad ist sehr geräumig, sehr großzügig. Und es kann sich wirklich jeder hier entspannt bewegen. Und wir haben eine Duschoption, die es uns erlaubt,
entsprechend das Ganze sauber abzutrennen. Und soll ja Gegebenheiten geben, wo man möglicherweise mehr Platz brauchen könnte beim Duschen. Also hier wäre auch Platz für zwei. So, zurück mit dem Badezimmer entsprechend. Über die Beinfreiheit auf der Toilette müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Das ist außerordentlich. Und von daher ist dieses Fahrzeug also wirklich für einen Großteil entsprechend geeignet. Wir haben hier ein französisches Bett. Klar, hin und wieder ist die Frage, ne, wie breit soll und darf ein Bett sein. Aber dieser Grundriss mit dem französischen Bett ist einer der Klassiker. Und hier ist die Abwägung halt zwischen der Bettenbreite und dem großen, großzügigen Wohnraum auf eben einem Fahrzeug von deutlich unter 7 Meter. Im Übrigen kann man dieses Fahrzeug auch noch zusätzlich wahlweise mit einem Hubbett ausstatten. Hat dieser jetzt nicht, sondern das ist das Auto für zwei mit einer Umbauoption vorne zum dritten Bett. Aber wie gesagt, eine Variante im Prinzip als Getrenntschläfer oder eben zur Mitnahme ist das in beiden Fällen dann auch geeignet. Was noch sehr schön ist, eine Kleinigkeit zum Schluss, sehe ich eigentlich, dass wir hier ein sehr schönes Schiebefenster haben. Die meisten Fahrzeuge haben auf dieser Seite hinter der Türe, hallo, hinter der Türe nur die Wand, eine kleine Pointe, die einfach auch mehr Licht, mehr Raum gibt und als Schiebefenster eben auch ungefährlich ist im Hinblick auf das Öffnen und Schließen der Türe. Wie beim Bürstner üblich haben wir hier viele Kleinigkeiten. Wir haben noch USB-Steckdosen entsprechend verfügbar, die hier verbaut sind an dieser Stelle. Dann haben wir auch schon die entsprechenden Anschlüsse, Strom und TV mit drin. Also das Fahrzeug insgesamt für viele Zwecke bereits vorbereitet und auch entsprechend attraktiv ist. Ja, und von daher muss ich sagen, ein gelungenes Fahrzeug, ein Klassiker, den Bürstner wieder aufgelegt hat. Einmal den Begriff Delphin natürlich und zum anderen eben den Grundriss 660, den leider zum Bedauern in vielen Fällen inzwischen bei vielen Herstellern, die nur noch auf das klassische Einzelbettenfahrzeug gehen, was natürlich seine Berechtigung hat. Aber wie gesagt, wir sind nicht alle gleich, dann sollten auch die Autos nicht alle gleich sein. Und für jeden gibt es eine entsprechende Möglichkeit und dieses Programm hier bei Bürstner bietet die entsprechenden Möglichkeiten. Und jetzt zeige ich euch noch alternativ diese andere Außenlackierung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Da gehen wir dann mal lang. Und die haben wir dann hier vorne stehen. Da haben wir dann jetzt einen Delphin 690, der dann eben das entsprechende alternative Design hat. Der Delphin im Wasser, entsprechend mit Blautönen gehalten. Na, hier haben wir ihn. Ja, und dann Rätselraten. Welches Modell ist das? Ich habe ja bei dem anderen gesagt, okay, man weiß es, ne? An der kleinen Klappe erkennt man sofort. Das ist jetzt die große Klappe. Na, logisch. Das heißt, die Delphin-Serie besteht nicht nur aus dem schönen 660, sondern natürlich auch aus dem sehr gängigen entsprechenden Einzelbettenfahrzeug. Also hier haben wir einen Delphin 690. Vielleicht werfen wir da noch kurz einen Blick rein, ja, dass man einfach mal die Unterschiede sieht. So, na, die Türe, Fenster, Zentralverriegelung bereits gesagt. Das ist in der Serie dann ganz normal. Und jetzt gehen wir mal hinein und sehen dann den 690, der entsprechend hier verfügt über die klassischen Einzelbetten, ja, die über die Stufen zu erreichen sind, was ich komplett
zur Gesamtliegefläche noch machen kann, wenn ich das entsprechend möchte. Ne, der Kühlschrank ist im Prinzip das Gleiche. Und das Badezimmer ist natürlich, da die Betten ja nur länger sind und mehr Platz verbrauchen, ein bisschen knapper geschnitten, aber auch elegant gelöst. Auch hier haben wir die Schwenkbadlösung, wo wir einfach das Badezimmer drehen können und die abgetrennte Dusche haben. Die Gesamtfläche ist natürlich nicht ganz so groß, logischerweise. Und hier sehen wir dann auch das bereits angesprochene U-Bett über uns. Ja, dieses Bett ist eben wahlweise dann in den allen Modellen, also 660, 690 oder auch noch 726, den es gibt, der dann einfach etwas größer ist, verfügbar als Wahloption. Entsprechend verfügbar. Na, das ist im Prinzip ein Einzelbett, breit. Hinten habe ich 2 bis 3. Und wenn ich möchte, kann ich darunter dann entsprechend auch noch ein Bett bauen. Na? Ich weiß natürlich, dass es oft ein Kritikpunkt ist, dass die Türe durch das Hubbett entsprechend eingeschränkt ist im Zugang. Bei einem 690 Auto ist das relativ, neudeutsch gesprochen, alternativlos. Aber ich sag mal, ich schaffe es also noch ganz brauchbar, entsprechend hier rein und raus zu laufen. Ist nicht das allerbequemste, aber als Kompromiss muss man es halt entsprechend akzeptieren. Und wie gesagt, klar, wenn ich ein 7,40 Meter Auto habe, kann man das anders lösen, aber auf unter 7 Metern ist das halt eher schwierig. Ja, dann bedanke ich euch. Ich bedanke mich. ich habe was vergessen. Der Stern war noch ein Stichwort. Jetzt müsst ihr noch mal mitkommen. Hier haben wir noch einen Stern. So, und dieser Stern heißt auch 660. Und da müssen wir noch mal kurz einen Blick reinwerfen, weil wir im Prinzip ja das Thema des offenen Raumes in diesem Grundriss entsprechend hatten. Ja, der 660 sehe ich hier jetzt in der Mercedes-Variante mit besonders schicken und eleganten Sitzen im Agouti. Und ihr erkennt ihn natürlich wieder gerade aus dem Delphin. Das hier ist der Liseo M 660. Schöne große Sitzgruppe, hier jetzt dargestellt in L-Form. Und ja, unser Kühlschrank, unsere gleichgestaltete Küche entsprechend. Und wir wollen ja noch ein bisschen mehr Licht reinlassen entsprechend. Hier sehen wir dann wiederum unsere vielen großen Schränke. Und ich wiederhole mich ja jetzt nicht. Ihr erinnert, ist ja erst eine Minute, 2 bis 3 her. Und da haben wir auch wieder unser großes Badezimmer. Also das gleiche wie beim Delphin gibt es dann auch als Stern, als Liseo M mit Doppelboden entsprechend. Ja, und halt einem designten, besonderen Mercedes Führerhaus, Automotiv entsprechend. Ja, was ganz klar natürlich einen aktuelleren Standard hat als unser solider, erfolgreicher, inzwischen 14 Jahre gebauter Fiat Ducato, was ja keinen Abbruch tun muss, sondern wie gesagt, er hat sich bewährt. Aber hier haben wir jetzt das Ganze eben auf dem Mercedes in der Automatikvariante ohnehin. Und ja, das wäre dann der andere Schritt. Und wir liegen hier natürlich einen ganz kleinen, niedrigen Betrag oberhalb des Ducatos. Ja, das sind dann so in der Größenordnung roundabout 10.000 Euro Differenz. Ja, jetzt verabschiede ich mich nochmal und wie gesagt, kommt vorbei
Ihr könnt sie vergleichen. Die Entfernung zwischen den beiden Autos im Moment ist ungefähr 20 Meter. Kriegen wir hin. Dann ciao. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dümo TV.